Der Sieger des Ossilung 2040, Georg Dietrich. Hallo Georg, Dankeschön. Alle 6 Etappen gewonnen. Auch in Bensersiel kam es am Freitagabend, wie es kommen musste. Mehr als 2700 Läufer hatten die letzte Etappe des 33. Ossilobs von Dunum ins Nordseehalbad in Angriff genommen. 11,1 Kilometer galt es während des 6. Teilstücks zu überwinden. Die Glückwünsche des Organisators Izet Wirtjes zum Etappen- und Gesamtsieg nahm erneut Georg Dietrich entgegen. Er lief die Strecke in 36 Minuten und 43 Sekunden. Ich bin erstmal sehr glücklich, dass ich gewonnen habe, weil es war auch nicht ganz einfach. Also ich musste schon was tun, auch wenn der Vorsprung vielleicht mit 3 Minuten sehr komfortabel aussieht, aber die Beine waren schon sehr müde und das habe ich gemerkt und darum wusste ich nicht, ne, passt es noch, klar. 2 Minuten Vorsprung heute, aber es kann viel passieren, auch bei der letzten Etappe noch. Für die insgesamt 65,8 Kilometer benötigte der Lehrer aus Oldenburg 3 Stunden, 5 Minuten und 23 Sekunden. Sein ärgster Kontrahent Meriton Hasanay war genau 3 Minuten langsamer. Der Auricher überquerte stets nach Dietrich die Ziellinie. Der tat das im Bensersieler Hafen gemeinsam mit seinen 2 Söhnen. Hat sich so ergeben. Also die Jungs waren einfach glücklich, denke ich, dass der Vater hier eingelaufen ist und so kam das dann. Applaus vom Herrensieger gab es dann für Inga Jürrens. Die Emderin hatte genau wie Dietrich bei den Herren die Damenkonkurrenz dominiert. Und das, obwohl sie angeschlagen in den Ossilob gestartet war. Derart klar zu triumphieren sei deshalb selbst für sie überraschend gewesen, sagt Jürrens. Hat ich eigentlich so nicht erwartet. Lief eigentlich nicht so ganz gut. Gut, man weiß im Vorfeld nie, wer alles so mit dabei ist, wer am Start ist. Können ja auch immer Neulinge dabei sein, die man vorher auch nicht kennt. Den Ossilob absolvierte Jürrens in 3 Stunden, 48 Minuten und 9 Sekunden. Dass sie da nicht mithalten konnten, dürfte viele Athleten wenig gestört haben. Der Weg war auch bei der 33. Auflage des Etappenlaufs das Ziel.